Okay, es wird Zeit, das Rätsel zu lösen, beziehungsweise wird es jetzt einfach Zeit, dass ich auch mal meinen eigenen Senf, meine eigene Theorie zu Godzilla and Kong in den Raum schmeiße. Ich werde euch jetzt hier erklären, was meiner Meinung nach wirklich hinter Shimo und Scar King steckt, und ich glaube, ich habe da eine relativ gute Antwort gefunden. Lasst euch auf jeden Fall überraschen und schreibt mir am Ende des Videos wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Legen wir jetzt los. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, seit das Monsterverse wirklich angekündigt wurde, seit gesagt wurde, ja, wir planen sowas ähnliches wie das Marvel Cinematic Universe, nur eben mit Kaiju, mit Godzilla und Kong und allen anderen, seitdem versuche ich immer wieder, kleine Brocken zu erahnen, die die gesamten Filme ein bisschen runder wirken lassen. Gerade eben der neue Godzilla in Kong Trailer, der stößt ja bei einigen irgendwie negativ auf, weil er halt so anders ist. Er ist definitiv trashiger, er ist definitiv bunter, er hat schon fast so einen 0815 Marvel-Charme inzwischen mit drin, und ich habe mir halt lange Zeit überlegt, okay, wie passt das aber jetzt mit allen anderen Filmen zusammen? Wir haben uns in anderen Videos bereits mit ausführlich mit Theorien beschäftigt, die auf Shimo eingehen, die auf Scar King eingehen, die auf Godzilla an sich eingehen, die auf Kong eingehen oder auf den Baby Kong, auf alles Mögliche. Ich habe mir jetzt hier aus allen Theorien und Gerüchten heraus mal selber überlegt, wie die Geschichte wirklich sein könnte. Warum macht ein Shimo Sinn in der Geschichte und wie gehört Scar King mit da rein? Und die Antwort darauf könnte tatsächlich das ganze Godzilla und Kong Monsterverse Projekt noch wesentlich runder wirken lassen. Wir wissen ja, dass Shimo damals die Eiszeit hervorgerufen hat. Das sind angeblich offizielle Leaks aus dem Film. Das heißt, Shimo soll unter anderem für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich sein. Daraufhin habt ihr mir geschrieben, na, aber Tobi, das passt ja gar nicht zusammen. Die Eiszeit war ja erst viel später. Die Dinosaurier sind ja schon vorher nahezu alle ausgestorben, nämlich nachdem ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist und dann quasi die gesamte Geothermalfläche der Erde angehoben wurde. Das heißt, wir hatten mehr Vulkanausbrüche, die Luft war vergiftet, generell das Klima hat sich eben dadurch auch verändert. Und das stimmt, natürlich, voll klar. Da habt ihr vollkommen recht. Da könnte man jetzt eben gegenargumentieren und einfach sagen, ja, das mag in echt so sein, laut aktuellem wissenschaftlichen Stand. Allerdings würde ich jetzt hier nicht mit allzu viel Wissenschaft bei einem Godzilla-Film ankommen. Dann habe ich mir aber Folgendes überlegt, denn ihr habt mir auch mal geschrieben, Tobi, könnte es sein, dass ein Ghidorah möglicherweise von Shimo eingefroren wurde? Und dann hat es bei mir irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Das könnte Sinn ergeben. Es könnte so sein, dass in der Welt des Monsterverse kein Asteroid auf die Erde geschlagen ist und hat für das Ende der Dinosaurier gesorgt, sondern eben ein Ghidorah. Ghidorah könnte also bereits vor Shimos Auftauchen auf der Erde aufgeschlagen sein und eben da ein Riesenchaos verursacht haben. Shimo könnte also daraufhin versucht haben, Ghidorah auszuschalten, und daraufhin ist das Ganze außer Kontrolle geraten, ein gewaltiger Kampf ist entfacht und Shimo hat daraufhin in einer wilden Raserei die gesamte Welt, die gesamte Erde in eine Eiszeit gehüllt. Das könnte so Sinn ergeben, gerade wenn wir uns eben auch mal anschauen, wie denn jetzt Ghidorah im Eis eingefroren ist. Ich habe hier gerade mal ein Bild für euch. Wie soll Ghidorah bitte so eingefroren worden sein? Ich meine, Ghidorah hat weder am Boden gelegen und war ohnmächtig, der ist ja in so einer Pose scheinbar eingefroren. Und ich meine, sie gehen darauf sogar ganz kurz ein im zweiten Godzilla-Film King of the Monsters. Allerdings würde es einfach Sinn machen, wenn ein Shimo bereits auf einen Ghidorah getroffen wäre und vielleicht sogar Seite an Seite mit einem uralten Godzilla gegen Ghidorah gekämpft hat. Daraufhin wurde Ghidorah eben eingefroren und in King of the Monsters wieder aufgetaut. Switchen wir jetzt mal rüber zu Scar King, was es denn mit dem wirklich auf sich hat. Bei Scar King gibt es sehr viele Theorien, die darauf eingehen, dass diese Peitsche, die er eben besitzt, dass die irgendwelche magischen Kräfte haben könnte. Und ich gehe jetzt hier nicht von einer Art Magie aus, sondern ich glaube tatsächlich, dass Scar King in der Geschichte von Godzilla and Kong mit dieser Peitsche irgendwie eine Verbindung zu Hollow Earth hat. Quasi ähnlich wie auch die Axt von Kong, die sich ja auch mit dieser Energie aus dem Hohlen, aus dem Mittelpunkt der Erde aufladen kann, mit dieser radioaktiven Energie. Diese radioaktive Energie könnte gerade auf einen Shimo extreme Auswirkungen haben. Das heißt, Shimo ist möglicherweise extrem anfällig darauf, von dieser Peitsche manipuliert zu werden. Allerdings könnte es ebenfalls der Fall gewesen sein, dass Kong noch einen wesentlich persönlicheren Bezug zu Scar King bekommt,
als wir jetzt bis vorher gedacht haben. Was ist, wenn ein Scar-King zum Beispiel auch die Skullcrawler in Kong Skull Island manipuliert hat, sodass die Kongs Eltern umgebracht haben? Was ist, wenn wir sogar noch ein bisschen tiefer graben und davon ausgehen, dass ein Scar-King sogar den Konflikt, den Krieg der Godzillas gegen die Kongs erst angestachelt hat, aufgrund dessen, dass er eben mit dieser Peitsche in der Lage ist oder in der Lage sein könnte, sämtliche Kaijus zu manipulieren? Ich glaube tatsächlich, dass das so ähnlich auftreten könnte. Es würde eben Sinn ergeben, dass man das Ganze eben so erklärt, dass Ghidorah bereits vorher auf der Erde gelandet ist, weil wir wissen ja, Ghidorah kommt aus dem Weltall und deswegen ist er quasi für die Vernichtung der Dinosaurier verantwortlich. Ein Shimo wird ihn daraufhin eingefroren haben und so entstand dann eben die Eiszeit auf der Erde. Währenddessen hat ein Scar-King in der Hollow Earth unten, Jahrtausende später natürlich, den Krieg Godzillas gegen Kongs begonnen und vielleicht sogar angeführt. Das ist jetzt so meine Theorie, die ich mal in den Raum schmeißen möchte, was diese beiden Kaijus eben angeht, also eben Shimo und Scar-King. Jetzt bist wie immer du gefragt, sag mir deine Meinung. Meinst du, das könnte so passen? Hast du eine andere Theorie? Hast du vielleicht andere Informationen für mich? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.